Ja, Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen zurück zu deinem Imaginator. Und heute, Freunde, ja, machen wir uns einen Schatten-Imaginator. Das ist ein Skylander, Freunde, wo ich wirklich sehr, sehr beeindruckt war, als ich den bekommen habe. Der Name, wenn ihr den seht, dann wisst ihr wahrscheinlich noch Bescheid aus den ganzen Briefen. Und der Gute heißt Darok, Freunde. Er ist ein Zauberer. Es ist schon wirklich sehr, sehr krass, ja, auch wie die ganze Sache aufgebaut wurde, ja, mit dem Buch hier und mit der Geschichte und so weiter, mit den Angriffen, Freunde. Ich möchte ihn gerne probieren. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich Abstriche machen. Ich werde ihn aber trotzdem gerne probieren. Dieser Skylander oder beziehungsweise diese Kreation wäre auch die gewesen, die ich auf der Gamescom damals kreiert hätte für diesen Wettbewerb. Und ich bin wirklich, Freunde, gespannt, in welcher Form wir das machen können, wo wir Abstriche machen können oder ob er überhaupt ansatzweise so aussieht, wie er gemalt wurde, weil der ist wirklich einfach nur wirklich unglaublich und dazu kann man einfach nicht mehr sagen als unfassbar geil. Ehrlich. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst so, eine Kampfklasse. Freunde. Jede Klasse setzt einen Zauberer. Bist du bereit, einen Zauberer zu kriegen? Ein Zauberer? Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Jawohl. So, wo müssen wir schon Abstriche machen? Ganz klar, an den Händen, das kriege ich niemals so hin. Am Schwanz kann ich ihm leider auch keine Rüstung draufpacken. Und wahrscheinlich die Maske, aber das werden wir gucken, ob wir da nicht irgendwie ja, so einen Helm machen können. Vielleicht kriegen wir da irgendwas, Freunde. Also, Es wird schwer, aber ich bin da immer recht optimistisch, muss ich sagen. Und wenn es dann hinterher nicht so hinhaut, dann bin ich sehr enttäuscht. Bin immer bereit. So, Freunde, wir brauchen eine Bestie, wo die Zähne vorne rauskommen, diese Eckzähne. Gut, er ist ja eigentlich kein Troll. Muss man mal wirklich so sagen, wer das ist. Er ist ja eigentlich kein Troll. Weil er sieht eher aus nach so einem Hund oder so nach so einem Wolf. Der ist aber der Einzige, der die Zähne vorne draußen hat. Ich wähle den jetzt einfach mal an. Ich hoffe, dass wir eventuell dann einen Helm draufpacken können, der komplett das ganze Gesicht bedeckt. Ja, aber wie gesagt, Freunde, werden wir rausfinden. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit lassen für den hier. Um die ganze Sache nochmal aufzuarbeiten. Jetzt geht's los. Da können wir leider keine Augen drauf machen. Hier auch nicht. Der ist natürlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also wenn wir da einen Helm drauf machen können, vernünftigen, dann geht das auf jeden Fall auch klar. Hallo? Ja. Mehrere Möglichkeiten. Den oder den würde ich persönlich jetzt nehmen. Obwohl ich schon sagen müsste, ich würde jetzt den nehmen, wenn wir aber auch nur, wenn wir eine vernünftige Kopfbedeckung draufknallen können, dass der ganze Kopf wirklich also komplett bedeckt ist. Aber ich denke mal nicht, dass das hinhauen wird. Weil das sitzt ja eigentlich immer nur oben auf und mehr nicht. Ja. Und ich sehe jetzt auch nicht hier nicht ansatzweise so einen Helm, dass das irgendwie so machbar ist oder so. Ja, also das sehe ich wirklich nicht, muss ich sagen. Könnte man im Endeffekt das draufknallen noch. Ich brauche den erst auf Level 6, würde ich sagen. Ich brauche den unbedingt auf Level 6. Damit ich das besser machen kann. So, Brust. Freunde, wir brauchen so eine tierische Brust. Der Gürtel darum, es gibt eine Brust mit Gürtel, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass diese Brust nackt ist. Nein, ist sie natürlich nicht. Puh. Ist natürlich auch nicht schlecht, ja, müsste ich jetzt echt sagen, wenn man das jetzt so Gold macht, ja, den Gürtel dann braun und die Brust dann so grau,
Könnte man machen, ist aber natürlich nicht so, wie wir es bräuchten. Wir bräuchten rein theoretisch diese, aber haben da natürlich keinen Gürtel. Das ist das Problem. Der ist natürlich auch richtig, richtig monströs. Ja, also der geht richtig ab, der Typ. Ist natürlich breit, groß. Richtig krass. Lass mir erstmal die, ja, so arme Freunde. Ja, auf den einen Arm hat er natürlich was, auf den anderen Arm nicht. Das kann ich natürlich auch nicht so machen. Ich schaue trotzdem mal, in welcher Form ich das hinbekomme. Im Endeffekt könnte ich die Wolfsarme machen, die Affenarme wären vielleicht noch besser. Ich glaube ja, die Affenarme sind nämlich ein bisschen breiter gebaut. Barbarenarme, das wäre auch nicht schlecht, so Bärenarme. Könnten wir auch machen. Weil bei den Bärenarmen haben wir wenigstens noch Handschuhe dran, die ich dann ändern könnte in diesem Rot und Gelb. So, wisst ihr, wie ich meine, so ein bisschen? Wir schauen mal. So, Beine, Freunde. Natürlich hat er da... Okay, vielleicht hat... Ja, die Wolfsbeine haben das bestimmt nicht. Das wäre zu schön, müsste ich sagen, ehrlich. Also, wenn das mal gehen würde. Aber da könnten wir rein theoretisch auch wieder diese Bärenbeine nehmen. Könnte man nehmen. Wo sind denn hier die Wolfsbeine? Gibt's die nicht? Naja, klar, Wolfgang-Beine, danke dafür, toll. Aber Wolfgang hat, glaube ich, auch eine Hose an, ne? Genau. Der hat ja keine Hose an, der hat ja mehr so ein, ja. Keine Ahnung, was wie sich das nennt. Hier, Wolfsbeine mit einer Hose, ja, wenn wir. Ja. Was habe ich denn jetzt an gerade? Jetzt habe ich. Habe ich die Bärenbeine an, ne? Ja, ich glaube, ich lasse erstmal die Bärenbeine. Wie gesagt, Freunde, der sieht noch nicht ansatzweise so aus, ich weiß. Lasst uns gleich erstmal die Farbe ändern, lasst uns gleich erst einmal den auf Level 6 bringen mit Helm, Ausrüstung und so, weil diese Figur, die lebt wirklich von der Ausrüstung, ja? Und da müssen wir gucken, ob wir das ausrüstungsmäßig so hinbekommen. Der hat einen mega breiten Schwanz hinten, also das ist wirklich krass. Königlicher, ja, so ein Löwenschwanz hat er auf keinen Fall. Was können wir tun? Was können wir machen? Der ist so dünn. Könnt das hier nehmen? Wasserspeierschwanz. Alles klar. Und wenn wir den jetzt gleich ändern, könnte ich hinten die Spitze, könnte ich dann auch so rot-gold versuchen. Schau mal. So, wir haben ja mittlerweile auch einige Zauberstäbe. Die Frage ist, kriegen wir auch so einen? Obwohl ich sagen muss, dieser Drachenstab sieht schon wirklich danach aus. Ja, also dieser Drachenstab kommt da extrem nah dran. Wie gesagt, Freunde, wir müssen auf jeden Fall müssen wir... Der ist immer noch recht klein, ne? Oder so recht schmächtig. Aber ich denke mal, das liegt nicht an der Brust. Das liegt einfach an... Das liegt, glaube ich, an dem Zauberer. Ich glaube, die Zauberer, die sind halt einfach nicht so breit gebaut. Ja. Da ändert sich wirklich nicht viel, wie ihr sehen könnt. Kaum etwas ändert sich da. Können wir ja doch erstmal so lassen. Okay. Freunde, wisst ihr was? Ich ändere auch gleich die Farbe. Ich baller den jetzt auf Level 6. Ich baller den jetzt auf Level 6, Freunde. Und dann gucken wir uns das gleich mal an. Weil dann ändern wir gleich die Farbe. Rot, Gold und so weiter. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall mal machen. So. Servus, ihr beiden. Jetzt geht ab. Los. Und der Skylander mit dem ersten Schlag. Wenn das weiter so gut läuft, wird dieser Kampf ein wahres Kinderspiel, oder?
Haha, ihr seid in dem Strudel gefangen. Lelele. Zack. Hahaha, wie geil. Boah, der ist cool. Der, dieser schwarze Loch ist schon geil, ey. Natürlich sind Zauberer nicht so stark. Mega, 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 ja. Alter, hau ab, du dreckiger Lebenszauberknecht. Boah, ich hasse den. Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich Lebenszauberknecher hasse? Hab ich euch das schon mal gesagt? Aufgestiegen ist mit einem Booyah. Hm, in meinem Kopf klang das nicht so schräg. Bloß nicht nachlassen, Skylander, denn jetzt wird es noch richtig übel. Das muss stimmen. Ah, dann ändert sich gleich noch alles hier. Bleib mal locker. Boah, ich finde echt dumm, dass der Darok so schmächtig ist. Also den hätte ich so breit am liebsten, aber das ist halt, weil wegen Zaubererklasse. Da können wir nicht viel ändern. Mach doch mal einen Stufenaufstieg hier jetzt. Ja, den wollte ich eigentlich gegen den Kaktus gehauen haben, ne? So ein Mist, ey. Jetzt geh doch kaputt, du Ekelschaf. Du auch. So, Freunde. Wir sind Stufe 6, das heißt, wir können jetzt ein wenig ändern. Als erstes gehen wir auf den Helm, um zu schauen, in welcher Form wir das machen können. Okay, das gefällt mir nicht. Muss ich sagen, es gefällt mir einfach nicht. Gefällt mir alles nicht, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil das nicht so ist wie auf dem Bild, aber das war mir, wie gesagt, von vornherein schon klar gewesen. Weil die setzen einfach nur Platsch, ganz, ganz locker den Hut oben drauf. Wir könnten das hier machen, haben aber auch nicht so viel davon, muss ich sagen. Gucken wir gleich nochmal ändern, ich werde es mir gleich nochmal anschauen. So, Schulterschutz sehe ich natürlich keinen, das heißt, ich muss mir den selber denken, denke ich mal. Also ich sehe ihn auf jeden Fall auf dem Bild nicht, aber da ist er bestimmt. Die Frage ist nur, welchen gönnen wir uns? Das ist die spezielle Frage. Ich würde einen mit Stachel nehmen, oder? Ja, ich würde einen mit Stachel nehmen am liebsten. Vielleicht den hier. Den finde ich nicht ganz schlecht. Oder extra breiten oder so. Nehmen wir erstmal den hier, oder? Nehmen wir erstmal den hier. So. Armschienen. Ja, da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob wir da extrem lange Armschienen bekommen. Kriegen wir wahrscheinlich aber auch nicht. Stahlarmreif knalle ich jetzt erst einmal drauf. Wie gesagt, es wird sich gleich noch alles ändern, Freunde. Es wird. Cool, wir können auch hier die Stacheln drauf machen, ne? Genau. Beinschutz, okay. Hat er gar keinen an, sehe ich gerade. Ich mache trotzdem einen drauf. Genau so einen. Jo. Warum gibt es Beinschutz so in lang, aber Armschutz nicht in lang und der Helm ist nicht gut genug? So, Freunde, Kopf ändern. Die Bestie war gut, aber nicht gut genug. Passt besser, würde ich sagen. Ne? Also wegen den Zähnen alleine passt da schon wirklich viel besser. Und wir haben ja noch den Kobold. Wo ist der? Und der passt sogar noch besser. In meinen Augen.
In meinen Augen passt der Kobold noch besser, obwohl er eine brutalst lange Nase hat. Und das gefällt mir gar nicht, die lange Nase. Ja, der geht nicht. Ja, doof, dass ich die Zähne nicht habe, muss ich sagen. Echt, das ist echt doof. Ich hätte so gern die Zähne gehabt. Ich nehme mal den hier, okay? Ja, okay. So, Ohren hat er natürlich auch. Haben wir Wolfsohren? Danke. So, Freunde, Brust, ich lasse das jetzt erst einfach mal so, weil wir ändern jetzt einfach mal eben schnell die Farbe, beziehungsweise wir gehen mal eben noch schnell hier. Genau. Schade, wir den Zauberstab nicht auch ändern können in Gold und so weiter. Das wäre nochmal extrem cool, aber können wir halt nicht machen. Ja, können wir leider nichts ändern. So, Freunde, gut, Größe haben wir alles soweit gemacht. Mein Gott, jetzt bleibt doch mal hier liegen bei mir hier, bitte, wenn ich jetzt die Farbe ändern muss. Teilschema. So, Freunde, Kopf. Ich muss noch die Augen ändern. Okay, wir machen alles in diesem Grau. Genau, super. So, Augen muss ich noch ändern, Moment. Nehmen wir die, okay. Äuglein, Äuglein, er hat blaue und schwarze Augen, so. Und blau. Genauso. Okay. Ohren hat er natürlich genauso wie das hässliche Gesicht. In so. Genau. Das ist schon aber fast zu dunkel, ne? Das ist schon fast zu dunkel, muss ich sagen. Können wir besser so ein Grau nehmen, oder? Versuch's mal am Kopf eben. Und das finde ich schon wieder zu hell. Da finde ich zu dunkel, das andere finde ich zu hell. Sucht mal den Fehler. Kannst ja so machen. So, Augen, Ohren, Brust. Ja, auch natürlich diese graue Farbe. Und lila haben wir da. Das mache ich jetzt mal in diesem Rot. Ja? Mach das jetzt mal rot. Vielleicht ändern wir die Brust gleich auch noch. Ich werde es noch sehen. Wo sind wir jetzt? Arme. Okay, jetzt sind wir bei den Armen. Die Farbe ist klar. Die sehe ich leider nicht mehr. Okay, jetzt sind jetzt die Handschuhe. Machen wir rot, okay? Freunde, die machen wir rot. Und was ändert sich hier? Ich sehe es nicht mehr. Ich mache es einfach mal gelb, ja? Ich mache es einfach mal gelb. Was ändert sich denn hier? Ach, die hier sind die Krallen. Okay, geil. Krallen, die sind hier so blau angetatscht hier so. Er könnte aber auch... Ja, vielleicht sollte ich die gelb machen. So. Ich mach die einfach mal gelb jetzt. Ja, so, Freunde, jetzt die Beine. Puh. Haben wir jetzt hier die Beine? Die lasse ich natürlich in diesem Grau, dunkelgrau. Genau, dann haben wir hier, was ist das? Ich sehe es nicht mehr. Lila machen wir in Rot. Weil es sieht aus wie so ein hässlicher Mini-Rock, oder? So. Das sieht gar nicht gut aus. Die Beine gehen gar nicht, ey. Tut mir leid. So, der Schwanz, Freunde, der Schwanz ist so grau und hinten rot. Okay. Kopfbedeckung, Armschienen, Beinschutz. Lila. Dann mit gelb. Und knallrot. So. Was ist grau? Ah, vorne, okay. Sollen wir lieber dieses hier nehmen? Oder dieses? Wird eher das hier nehmen? Ja, das sieht eher nach Gold aus, oder? Das sieht eher nach Gold aus, würde ich sagen. Doch noch das andere? Das hier, da drüber? Ja. Das da drüber? Ja, wir nehmen das da drüber. Wir nehmen das da drüber, weil das sieht eher nach Gold aus. Jetzt sieht es schon wieder anders aus, auf jeden Fall. Arme ändern wir natürlich auch mal eben, so. So, genau, okay. Noch was anderes gewesen? Nein, okay, so.
Beinschutz haben wir, Armschienen haben wir noch nicht. Armschienen sind wir jetzt. Rot. Oder doch lieber Gold. Und Rot obendrauf. Okay, ich muss die Brust ändern. Die Brust geht gar nicht. Und irgendwie geht das Unterteil auch nicht, muss ich sagen. Ich muss das alles noch ändern jetzt gleich. So, Rot und Gold. Ja, das geht klar. Kopfbedeckung, Freunde, die gefällt mir natürlich auch noch nicht so, aber ich kann es halt nicht ändern. Was soll ich machen? Gold und die Hörner. Wenn ich das so mache? Nee, eher nicht so. Könnte ich eher so lassen, oder? Ich ändere jetzt die Brust, die geht nicht. Tut mir leid, die Brust, die geht überhaupt nicht. Also in meinen Augen geht die Brust nicht. Wir müssen da auf jeden Fall was ändern, Freunde. Brustmäßig muss geändert werden. Jetzt haben wir ja schon die Farbe angepasst. Jetzt können wir ungefähr mal gucken, was wir hier so machen können. Rein theoretisch könnte ich den auch so, genau, sowas, so ein Drachenpanzer-Ganzkörper-Anzug geben, oder? Rein theoretisch könnte ich das auch machen. So, wie macht das mal eben? Änder mal eben schnell nochmal die Farbe in Gelb bei der Brust. Wo ist die Brust? Hier. Genau, in Gold. Und was ich sehe. Achso, okay, da. Ah, guck mal hier hinten. Guck mal, hinten könnten wir doch dann dieses Grau machen, ne? So. Oder? Ja, hin können wir doch so machen. Ja. Okay, okay, okay. Wir kommen der Sache schon näher, muss ich sagen. Wir kommen der Sache extrem näher. Brust. Ich will trotzdem nochmal eben weiter gucken. Ich will mir auch die eine Brust angucken, die hier genau mit dem Totenkopf hier. Ob wir da nicht lieber den Totenkopf dann in Gold machen? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Also hier ist die ja mit dem Gürtel, aber die würde ich sagen passt nicht so gut. Ich ändere mal eben den Totenkopf nochmal. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich lasse doch den Drachen. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so. So, okay, jetzt ändern wir nochmal eben die Kopfbedeckung. Gefällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht, was soll ich machen? Sagt mir nicht zu. Wenn wir die nehmen und den Kopf vielleicht nochmal ändern. Vielleicht nicht den, sondern wieder den nehmen. Ich könnte natürlich jetzt auch, wie gesagt, schon einen kompletten Kopf nehmen. Also der schon so einigermaßen so gemacht ist. Nee, die Zähne sind ja nach oben. Wo ist nochmal unser Troll? Aber wenn man auf die Nase nicht achtet, ne, dann kommt die Sache schon nicht so hin. Aber eigentlich wäre der da unten wäre eigentlich perfekt gewesen, muss ich sagen. Also der hier unten ist eigentlich perfekt hier. Wo ist der? Der hier, muss ich ja wirklich sagen, bitte ist. Also der ist ja eigentlich perfekt. Ne, wegen den Zähnen und so ist das eigentlich schon perfekt hier. Ich hätte aber so gerne so einen Ganzkörperhelm gehabt, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, der geht nicht, der passt überhaupt nicht. Ja, wir werden das wohl so, wohl oder übel so lassen müssen. Also, ja, die Frage ist natürlich, was machen wir mit dem Kopf? Was machen wir mit dem Helm oben? Ändern wir den Helm, Freunde? Ändern wir noch den Helm? Das ist die Frage, ändern wir noch den Helm? Ist ja auch nicht der Sinn hier so. Es ist ein Auge, das passt auch nicht, das passt auch nicht. Im Endeffekt passt wirklich nur dieser eine, der Helm hier. Er passt im Endeffekt wirklich am besten. Ja. So ist das, Freunde. Ja, so ist er wohl. Das ist unser Darok. Ja, leider nicht, ja, man erkennt ihn auf jeden Fall schon, wie auf dem Bild. Aber ich muss wirklich sagen,
Es wäre schon wirklich cooler gewesen, hätten wir den ein bisschen geiler gehabt. So. Ich stehe für Abenteuerlust. Okay. Mit Schatten zum Sieg werden wir wahrscheinlich nicht haben, aber ich werde... Ich stehe für Abenteuerlust. Wir brauchen irgendwas mit Schatten oder so. Gibt's sowas? Schatten wird's ja wohl geben. So, jetzt brauchen wir noch Schatten. Mit Schatten zum Sieg oder Sieg durch Schatten? Der ist doch Gorbs wie gesprungen, würde ich sagen. Ich hätte mal von Anfang an gucken sollen, ne? Wir brauchen Schatten. Sieg durch! Stopp! Kein Schatten? Finsternis! Alter, Schatten! Mach mir doch nicht fertig, Licht haben wir da auch! Maschinenpower. Wahrscheinlich sehen die das gar nicht als Schatten, sondern das ist bestimmt Finsternis. Gibt's nicht. Es gibt keinen Schatten. Ist das schlecht, oder? Machen wir Finsternis. Sieg durch Finsternis. Unglaublich, ja, ehrlich. Sieg durch Finsternis. Yeah. So. So ist er, Freunde. Das ist unser Darok, unser Schatten-Imaginator. Ja, ihr seht ihn gerade auf dem Bild. Also, er ist uns auf jeden Fall nicht so allzu schlecht gelungen. Er ist in Ordnung. Ja, doch. Er ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin zufrieden mit ihm. Muss ich echt sagen. Ich bin zufrieden mit ihm. Hätte schlechter sein können. Muss ich echt sagen. Er ist nicht schlecht, also der, er ist schon in Ordnung. Ich hätte ihn nur noch ein bisschen breiter lieber gehabt, ja, aber so ist es auch in Ordnung. Wir müssen halt das nehmen, wie er ist, aber ich muss wirklich sagen, der ist uns gut gelungen. Auf jeden Fall. Diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Haupt. Oh, jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um Brokkoli so auszuwechseln. Oh, Moment, das war ein total anderes Spiel. Vergiss es. Auf Wiedersehen. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Alter, was ist denn los hier? Reicht euch. Gutes Gefühl. Da gibt's Pizza! Ein kleiner Tipp unter Freunden. Die Skylander sollten sich besser nicht so oft treffen. Ach, alles gut. Da gibt's wieder einen Stufenaufstieg, einen schönen. Dann passt das wieder. Jetzt. Genauso. Ja, mega. So, sehr, sehr schön. Und auch wenn sie das ja irgendwie schon... Das war ausgezeichnet. Ich habe gelacht, geweint und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast, denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Skylander, das war einfach großartig. Hey, und hier... So, öffnen wir noch schnell die Imaginar-Kiste, Freunde, und dann sind wir auch schon... Steinbockschwert, okay. So, jetzt, Freunde, hauen wir nochmal unseren Darok kurz drauf. Ja, damit wir den einmal reinkommen sehen und dann passt es auf jeden Fall. Nämlich jetzt, Freunde. Jetzt kommt Darok.
Finsternis. Dude, Freunde, das war's gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von Darok haltet. Habe ich den gut, ist er gut gelungen oder eher nicht? In dem Sinne, ich bin raus. Dankeschön, haut rein, Freunde. Peace.